herzlich willkommen bei Foto Filmproduktion ABA Movie hier in NRW Stadt Essen. Habe gerade ein sehr nettes Gespräch gehabt auf der anderen Leitung, weil es gibt hier spezielle Leitungen für Schauspieler, Dramaturgie, ja, und es gibt natürlich Leitungen für normale Kunden, die zwar auch Filme hier lassen. Ich habe gerade 55 Stunden, die ich machen muss. Gerade 17 Stunden schon gearbeitet an Film. Da Stefan Wölke gerade mich angerufen, wie gesagt, auf der anderen Leitung, habe ich mir erdacht, geh mal vor die Kamera. Glückwünsche Ihnen erstmal für das schöne Showreel, was man bei YouTube sehen kann. Ich habe es jetzt mal hier so am Laufen. Stefan Wölke, Schauspieler, sucht noch Agenturen, die ihn nehmen. Schaut euch an, vielleicht könnt ihr ihn, wie gesagt, nehmen. So, meiner einer will jetzt aber auch im Jahre 2019, 2020 auch wieder schöne Sachen machen. Aber diesmal für den BDFA. Der BDFA, das ist eine Organisation für Filmfreunde. Dann gibt es noch den AV-Dialog, der dazwischen ist, für Foto. Bewegte Bilder, also Fotos. Bewegte Fotos und natürlich Film. Ja? Und in der Sparte soll sich was abspielen. Da dachte ich mir, warum nehmen wir einfach nicht einen Schauspieler, der sich vorstellt, wunderbar gemacht, und reichen es dann für ein sogenanntes Filmfestival ein. So, der BDFA, da kann man natürlich nur einen Willi gewinnen und nachher in der Unica enden. Da gibt es noch eine DAF dazwischen. Also das ist eine Filmorganisation. Grüße! Hallo, machst du eine Kopie? Ja, klar. Der nächste Künstler hat sich gerade telefonisch angemeldet, deswegen werde ich wohl nicht so viel reden können. Werde ich also gleich auch wieder ausmachen müssen. Weil immer wer hier reinkommt und nicht vor die Kamera möchte, mache ich dann so lange die Kamera aus. So, worum geht es? Ich habe gerade wieder eine riesen Session da gesehen. Nicht nur Stefan Wölke, sondern da gerade hier vor Ort auch wieder eine riesen Session. Und nur Blitzlichter und was weiß ich nicht alles. Früher wurden wir geordert, so schon lange her, 1966, 69, wo alles angefangen hat. Und dann, wie gesagt, 1979 als Firma wurden wir natürlich ständig geordert, um Aufnahmen zu machen oder zu überspielen, zu digitalisieren. Das war ja damals noch alles Zukunft. So, die Zukunft hat uns eingeholt. Digitalisation ist ständig und ständig ist immer. So, wie gesagt, nicht nur Überspielung, Aufzeichnungen, Herstellung ist jetzt hier beruflich. Ich rufe jetzt hobbytechnisch auf in dem sogenannten BDFA-Modus. Ich würde gerne mal wieder so ein 3 Minuten und 20 Minuten herstellen. Vielleicht auch hochgradig interessant für Künstler, die dadurch dann mindestens über 3.500 Mal gesehen würden, abgehandelt würden und dann auch ziemlich hochrangige vom WDR und diverse andere, die diese Filme dann sichten werden und die Besten der Besten daraus machen. Da habe ich jetzt, wie gesagt, im Jahre 2019, 2020 Lust drauf, auch wieder sowas herzustellen, den einzureichen, den auf den Weg zu bringen und vielleicht den sogenannten Willi und den DAF oder Unica zu erreichen. Für alle, die jetzt durch Zufall zuschauen, gar nicht wissen, was ein BDFA ist und googeln, einfach googeln. Es gibt den Westfälischen und es gibt den Rheinland. Rheinland heißt er dann bdfa-nrw.de. Wie gesagt, mir geht es darum, ich bin um die 60, möchte, dass dieser Verein nicht stirbt. Ich möchte, dass die Vereine und die Clubs nicht sterben, auch nicht der AV-Dialog. Ich möchte einfach versuchen, irgendwie junge Menschen heranzuführen an Foto und Film. Nicht nur Handy, Smartphone, iPhone und Co. Nein, wieder zu produzieren, irgendwas zu machen, kreativ zu sein, miteinander etwas zu machen. Im AV-Dialog zum Beispiel werden nur die Fotos begutachtet und dann werden über die Fotos gesprochen. Die Fotos werden vergrößert und dann aufgehängt. Ja, oder sie werden lebendig gemacht mit Ton, die sich dann bewegen. Also es geht ja nun mal Film mit Bildern, Stummbildern, Standbildern oder halt mit Film und Musik. So, das muss natürlich alles gepostet, kompostet werden. Also es muss schon passen, ja. Regie, Dramaturgie, Monolog, Dialog, Prolog, das muss doch irgendwie alles stimmig sein. Hallo! Hallo! Grüß dich.